Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 12 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und in dieser und den folgenden zwei Zeichensetzungen soll es um drei Frauen gehen, die autobiografische Romane geschrieben haben. Und alle drei spielen im Dritten Reich. Sind Erlebnisse aus dem Dritten Reich. Drei Frauen, höchst unterschiedliche Frauen und mit sehr, sehr interessanten Geschichten, sehr anrührenden, sehr ergreifenden Geschichten, die viele doch in Deutschland nicht so kennen und die ich Ihnen deshalb auch vorstellen möchte. Alle drei Frauen, Drittes Reich. Eine Frau, eine Jüdin, ein Kind, die von ihrer Mutter verlassen wird und Mutterseelen allein das KZ Auschwitz überlebt hat. Eine österreichisch-ungarische Jüdin, die im Widerstand war. Und eine faschistische Italienerin, die nach Deutschland gegangen ist und in Deutschland im Zweiten Weltkrieg zur Widerstandskämpferin, zur Anti-Nationalsozialistin geworden ist. Drei außergewöhnliche Schicksale, sehr, sehr speziell, sehr individuell, wobei man angesichts der Schicksale im Dritten Reich sich fragen muss, welches Schicksal war da nicht ganz besonders individuell und ist eigentlich kaum mit einem anderen Schicksal zu vergleichen. Sie sind alle außergewöhnlich, eben außergewöhnlich in Zeiten der Grausamkeit, in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Verfolgung ist jedes Schicksal außergewöhnlich. Aber sagen wir so, diese drei Schicksale, die ich Ihnen vorstellen will, haben etwas ganz Besonderes und fallen dadurch wirklich sozusagen aus dem Rahmen. Heute möchte ich Ihnen eine italienische Faschistin vorstellen, Luce Deramo. Luce Deramo hat einen Roman geschrieben, einen autobiografischen Roman, der aus mehreren Teilen besteht und zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben worden ist. Und der wurde schließlich veröffentlicht unter dem Titel »Der Umweg«. Darin erzählt sie ihre Erlebnisse in den letzten beiden Kriegsjahren 1944-45, die sie in Deutschland verbracht hat. Sie ist dorthin gegangen als überzeugte Faschistin und ist dort zur Widerstandskämpferin geworden. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches natürlich. Und diese Frau möchte ich Ihnen vorstellen. Sie ist immer noch nicht so bekannt in Deutschland. Ich stelle fest, dass viele meiner Studenten und Studentinnen sie nicht kennen. Sie war auch eine überzeugte Linke und italienische Linke haben oft nicht so viel Bekanntheitsgrad in Deutschland. Wobei da sind wirklich einige außergewöhnliche Gestalten darunter. Also hier Luce Deramo, Der Umweg, ein Buch, was ich Ihnen dann wirklich nur ans Herz legen kann. Aber zuerst mal erzähle ich Ihnen etwas über Luce Deramo. Luce Deramo wurde geboren am 17. Juni 1925 in Frankreich, in Reims, wo ihre Eltern gelebt haben und ist gestorben am 6. März 2001 in Rom. Eltern Italiener, Lucetta, Luce, Mädchenname Mangione. Ihre Eltern Großbürger, die in Reims und Paris eine Beschäftigung gefunden hatten in jener Zeit und zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 nach Italien zurückkehrten. Der Vater bekam eine hohe Stellung
in der Mussolini-Republik in den letzten Kriegsjahren. Und Lucetta wuchs wohlbehütet auf, Großbourgeois. Sie besuchte das Gymnasium, begann in Rom und Padua dann zu studieren. Und kurz gefasst meldete sie sich 1944 freiwillig als italienische Fremdarbeiterin für einen Arbeitseinsatz im Dritten Reich, weil sie nicht glauben wollte, was dort von den Arbeitslagern erzählt wurde. Sie kam nach Frankfurt Höchst in die Fabrik von IG Farben, kam dort zusammen mit der Zwangsarbeit der deutschen Industrie und erschrak und wurde nun auf einmal wurde ihr klar, was der deutsche Faschismus bedeutete, was das für ein Terrorregime war. Sehr überzeugt von sich und aus dieser Sicherheit einer großbürgerlichen Familie agierte sie dann auch im Lager, ich werde gleich darauf eingehen, sie hatte natürlich Schwierigkeiten, weil man sie als italienische Faschistin unter den Arbeitern natürlich nicht willkommen hieß. Aber schließlich engagierte sie sich in einem Streik der Arbeiter in Frankfurt Höchst, der niedergeschlagen wurde. Sie kam anschließend ins Krankenhaus und wurde repatriiert. Der italienische Konsul kam und man schickte sie zurück nach Italien, weil man auch wusste, dass dort ihr Vater, der Staatssekretär der faschistischen Repubblica Sociale Italiana geworden war, also der Mussolini-Regierung, die im Norden Italiens noch den Einmarsch der Alliierten für eine Zeit lang überlebte, der dort Staatssekretär geworden war. Sie ging nicht nach Hause, sie wollte nicht nach Hause zurück und ließ sich schließlich in Verona von der deutschen SS deportieren ins Konzentrationslager nach Dachau. Ihr begegnete ein Konvoi von Rebellen, die von der deutschen SS eben gefangen genommen worden war. Sie provoziert einen Zwischenfall und wird in diesen Konvoi eingereicht und schließlich nach Dachau deportiert ins Konzentrationslager. Nun erlebt sie im Konzentrationslager das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, und sie flieht. Sie kann bei einem Arbeitseinsatz in München fliehen und wird dann wieder, das ist dann sehr, sehr kompliziert, das erkläre ich Ihnen später, mehrmals wieder zurück nach Dachau, wieder fliehen, es ist ein Hin und Her. Schließlich gelangt sie als Illegale wieder zurück nach Frankfurt Höchst, wo sie von ihren ehemaligen Kollegen in der Fabrik nicht gut aufgenommen wird. Wieder gelingt ihr die Flucht, sie kommt schließlich nach Mainz und wird am 27. Februar 1945 bei dem Versuch, Verschüttete aus einem kriegszerstörten Haus zu retten, selber begraben unter einem Mauerwerk. Und das bringt ihr die schwersten Verletzungen bei. Und sie muss bis in den Dezember 1945 dann auch nach der Befreiung durch die Alliierte im Krankenhaus bleiben und ist seitdem ab der Mitte ihres Körpers gelähmt, abwärts gelähmt und zeitlebens ihres weiteren Lebens auf den Rollstuhl angewiesen. Entschuldigung, ich bin verkühlt. Sie kehrt nach Italien zurück und heiratet einen Philosophielehrer mit Namen Pacifico Dermo,
eigentlich einen Faschisten, von dem sie sich dann 1952 trennen kann. Das war eine Ehe, die auch geprägt war von vielen Untreuen, von vielen Fremdgängereien ihres Mannes. Aber aus dieser Ehe ist schließlich ein Kind gekommen, der Sohn Marco, der als erwachsener Mann, dann als Journalist und Linker auch zum Beispiel für die Taz in Berlin gearbeitet hat. Sie studiert nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal Philosophie und Literaturwissenschaften, wird 1951 mit einer Arbeit über Giacomo Leopardi promoviert, 1954 ein zweites Mal mit einer Doktorarbeit über Kants Kritik der Urteilskraft. Also sie ist eine sehr, sehr gebildete, hochphilosophisch denkende Frau gewesen. Sie kehrt dann wieder eine Weile, Anfang der 60er Jahre nach Deutschland zurück, lebt bei einer Ärztin im Taunus, die sie schon während ihres ersten Krankenhausaufenthaltes im Jahr 45 behandelt hat. Dort hat Marco, der Sohn, die deutsche Schule besucht. Schließlich kehrt sie wieder nach Italien zurück und erfährt viel Unterstützung auch von italienischen intellektuellen Schriftstellern, die sie ermuntern zu schreiben. Alberto Moravia zum Beispiel. Sie war eng befreundet mit Ignazio Silone und hat eine Reportage über die Ermordung des Verlegers Gian Giacomo Feltrinelli geschrieben. Sie war eine dezidierte Linke, wie sehr viele Intellektuelle auch in den 50er Jahren, die sich immer noch wehrten gegen den herrschenden Faschismus und in Deutschland eben auch viele Linke, die eben merkten, dass der Nationalsozialismus nicht vorbei war, dass viele angesehene, im Dritten Reich angesehene Nationalsozialisten eigentlich immer noch politisch aktiv waren. Sie hat dann viele Artikel geschrieben, auch eben für linke Zeitungen, auch für die Zeitung ihres Sohnes, Il Manifesto, und hat dann ab 51, 52 begonnen, ihre Erlebnisse aus den Jahren 44, 45 zu Papier zu bringen, zu unterschiedlichen Zeiten. Sie wird in ihrem Roman Der Umweg auch erklären, wann sie was geschrieben hat und warum sie was wann geschrieben hat. Diese Erinnerungen, die sie dann zu Papier gebracht hat, kamen immer zu bestimmten Zeiten ihres Lebens hoch. Und das erklärt sie dann in ihrem Roman. Sie bekam 1980 ein Stipendium für das Berliner Künstlerprogramm, engagierte sich für Frauen für den Frieden und hatte noch einmal einen schweren Rollstuhlunfall im Jahr 1988, als auf der Frankfurter Buchmesse ein Besucher sie umwarf und daraufhin erkrankte sie noch einmal schwer und hat sich davon eigentlich nie wiederholt und unter unsäglichen Schmerzen gelitten, bis sie dann schließlich gestorben ist. 1979 kam dann dieser Bericht heraus, Deviazione in Mailand, und er wurde 1981 ins Deutsche übersetzt und kam nun 2018 in einer Neuauflage nochmal neu übersetzt heraus. Lucio Deromo hat viel geschrieben, aber berühmt ist sie dann für eben diesen Roman, autobiografischen Roman geworden. Dieser Umweg setzt sich zusammen aus vier Teilen. Teil 1 überschrieben mit den Kapiteln Thomasbräu, das hat sie in Rom 1953 geschrieben, und Asyl in Dachau, Rom 1954.
Teil 2. Unter den Steinen, solange der Kopf lebt, Rom 1961. Das war der Teil, in dem sie sich mit ihrem Krankenhausaufenthalt beschäftigt. Teil 3. Erste Ankunft im Dritten Reich im CH 89, geschrieben in Rom 1975, das behandelt ihre Zeit in Frankfurt-Höchst. Und Teil 4, dann der Umweg, geschrieben 1977 in Rom, wo sie zurückschaut auf alle Teile und sich noch einmal Rechenschaft ablegt, warum und wieso und wie sie ihre Erinnerungen an die Kriegsjahre, an ihre Zeit im Dritten Reich geschrieben hat. Es ist nun eben anschaulich zu sehen in dem Roman, wie Luce Deramo 44 ihre Eltern verlässt. Ihre Eltern eben hochdotierte Beamte, Faschisten, im mussolinischen Nordreich, in der Republik im Norden Italiens mit Zentrum Salò und sitzen auch in Como. Denn man muss sich daran erinnern, dass Mussolini eben im September 1943 von deutschen Soldaten aus seinem Gefängnis im Gran Sasso massiv befreit worden war und nun nach seiner Rückkehr nach Italien über einen Umweg nach Deutschland eben noch eine Zeit lang in Norditalien herrschen konnte, während der Süden schon von Alliierten besetzt war. Also Norditalien noch unter dem Regiment Mussolinis, der aber nun ganz stark von den deutschen Soldaten beeinflusst ist und auch nicht mehr frei regieren kann. Das ist die Zeit, wo die viele, viele deutsche Soldaten, unter anderem dann auch mein Schwiegervater, eben in Deutschland ihre Schreckensherrschaft ausgeübt haben. Ich glaube, weniger mein Schwiegervater betroffen hat. Ich hoffe es zumindest. Luce Deramo will weg. Sie glaubt nicht, was man so hört von den Faschisten in Deutschland, von der Schreckensherrschaft der Deutschen. Und sie meldet sich als freiwillige Arbeiterin ins Deutsche Reich. Sie kommt eben wie zunächst in das Arbeitslager in Frankfurt-Main in der Fabrik IG Farben und stellt fest, es ist schlimmer, als sie sich das jemals vorstellen konnte. Sie wird natürlich nicht akzeptiert als Faschistin. Sie reist mit einem Hitler- und Mussolini-Foto an. Man erkennt sie sofort als Faschistin. Sie wird nicht aufgenommen. Sie bemüht sich, aufgenommen zu werden unter die dortigen Arbeiter. Und schließlich gelingt es ihr auch, indem sie mit diesen Arbeitern dann einen Streik organisiert und sich für die besseren Arbeitsbedingungen der Arbeiter einsetzt. Der Streik wird niedergeschlagen, brutalst niedergeschlagen. Luce wird krank und der italienische Konsul kommt und sie wird repatriiert nach Italien. Kaum ist sie in Italien angekommen, weiß sie, dass sie nicht zurück will in ihr Elternhaus. Sie kann nicht zurück zu ihren faschistischen Eltern, die eben auch immer sagen würden, siehst du, wir haben es dir doch gleich gesagt, jetzt bist du noch krank geworden, du Herr hast dahin gar nicht gehört. Da will sie nicht zurück und sie lässt sich freiwillig festnehmen, als eine SS-Truppe in Verona durch die Straßen läuft und einen Trupp Gefangener abführt. Und sie kommt mit diesem Trupp, sie wirft alle ihre Dokumente fort und sie kommt als No-Name dann ins KZ Dachau. Im KZ Dachau erlebt sie das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Und sie flieht, sie lässt sich eingliedern
in eine Gruppe von Gefangenen, die immer die Latrinen säubern müssen, und eben in München. Und bei einem dieser Arbeitseinsätze, als es einen Bombenalarm gibt, gelingt ihr die Flucht in München und sie kommt in ein Lager Thomasbräu, wo sich illegale Entflohene aufhalten. Und sie bleibt eine Weile bei diesen Illegalen. Und nachdem in diesem Lager dann auch ihre vertrauten Menschen sterben, kehrt sie zurück freiwillig nach Dachau. Auch getragen von dem Gefühl, dass sie ja im KZ Menschen zurückgelassen hat, die durch ihre Flucht nun in die größten Schwierigkeiten kamen. Und kehrt aber nun nicht zurück ins KZ, sondern in das sogenannte Durchgangslager in Dachau, wo sie wieder eine Weile bleibt, wo sie aufgenommen wird. Und von wo ihr dann schließlich wieder die Flucht gelingt, wieder nach München, wo sie ab dem Zeitpunkt lebt sie dann als Illegale in Deutschland. Es gibt anscheinend, so wie sie schildert, sehr, sehr viele Illegale, die mit den verrücktesten Identifikationspapieren in Deutschland in den letzten Kriegsjahren gelebt haben, ein Zeitraum 44, 45, wo Deutschland schon im Chaos versunken ist und wo das möglich war. Sie arbeitet unter anderem bei Siemens, bei BMW, begeht Fehler und muss wirklich dann noch einmal fliehen und will zurück nach Frankfurt Höchst, ins dortige Arbeitslager. Sie kommt dort an, ist dort nicht willkommen, muss noch einmal fliehen von dort, landet schließlich in Mainz und setzt sich ein für die Rettung von verschütteten Menschen in Mainz. Bei einem dieser Rettungsaktionen wird sie selbst verschüttet und wacht im Krankenhaus auf, querschnittsgelähmt ab der Hüfte abwärts. Sie leidet unter den entsetzlichsten Schmerzen und wird von dort schließlich wieder repatriiert nach Italien, kommt über München, wo sie durch einen unglücklichen Zufall in der Irrenanstalt, damals nannte man das noch Irrenanstalt, gelandet ist, dann über München kommt sie schließlich zurück nach Italien, Bologna, und wird dann in Italien zunächst bleiben. Ich lese Ihnen eine kleine Stelle vor. Eine Weile wollte Luce, nämlich als sie noch in dem Krankenhaus in Deutschland war, eben, also für keinen Fall nach Italien zurück, nicht zurück in ihre ehemalige Zeit, in ihre Vergangenheit. Und sie will unbedingt nach Russland, denn für sie ist Russland das gelobte Land. Und wir befinden uns eben im Jahr 45, wo es ja noch keinen Kalten Krieg gab, wo noch die westlichen Alliierten und Russland ja doch auf einer Linie mehr oder weniger waren. Und Russland für die linken Gerechtigkeitsfreunde eine Option war. Sie geht zu einem russischen Offizier und bittet ihn, nach Russland aufgenommen zu werden, und erzählt ihm nun, was sie erlebt hat. Er stützte die Ellbogen auf die Knie und nahm sein breites rotes Gesicht zwischen die Hände. Los, rede, sagte er leise, trocken und in gewisser Weise fair. Ich war 18 Jahre alt, als die Badoglio-Regierung nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 mitten im Krieg die Fronten wechselte und sich gegen den eigenen Verbündeten wandte, und so hatte die Verhaftungswelle durch die Deutschen angefangen. Große geistige Verwirrung und Schrecken herrschten. Jeder war sich selbst überlassen und versteckte sich.
als wären alle Ideale von vorher plötzlich Verbrechen und alle Eide in den Wind gesprochen worden. Damals hatte ich mich selbst auf die Probe stellen wollen, um zu ergründen, ob ich mich auch bei der ersten Schwierigkeit zurückziehen würde. Ich brannte, genau wie jetzt, darauf, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Nachdenken und verwerfen, nachdenken und verwerfen. Ich hatte begriffen, dass die einzige Möglichkeit, die Wahrheit über Faschisten und Antifaschisten herauszufinden, es wurde so viel geredet, dass man gar nicht mehr wusste, wo einem der Kopf stand, darin bestand, mich selber zu vergewissern. Nachdem ich das begriffen hatte, dachte ich, dass es das Beste wäre, wenn ich selbst an diese Orte ging, über die das Schrecklichste erzählt wurde, in die Nazilager. So war ich am 8. Februar 1944 von zu Hause ausgerissen, um freiwillig als gewöhnliche Freiarbeiterin nach Deutschland zu gehen, mit Mussolini und Hitlerbildern im Rucksack und meiner Sache sicher. Aber nach ein paar Monaten, in denen ich in einem Arbeitslager in der Nähe von Frankfurt am Main wohnte, hatten meine Genossen und ich bei den IG Farben einen Streik organisiert. Ich arbeitete dort in der Abteilung CH 89. Deshalb war ich ins Gefängnis gekommen und dann nach Dachau gebracht und interniert worden. Von dort war ich, weil ich überleben wollte, im Oktober geflohen und hatte mich 2 Monate in München versteckt. Dann war ich auch dort weggegangen, nach dem Tod von Freunden, die mir geholfen hatten, einer schwangeren Polin namens Dunja, die bei der Entbindung gestorben war, und einem Franzosen, den die Polizei umgebracht hatte. Und ab da kürzt ihr dann ab, was ihr geschehen ist. Also das war ein kurzer Rückblick, den sie dem russischen Offizier gibt, was sie erlebt hat, warum sie nach Deutschland gekommen ist. Nämlich als die eben Alliierten dann im Süden landen und Berichte an ihr Ohr dringen, was die Deutschen für eine Schreckensherrschaft ausüben, kann sie es zunächst nicht glauben und will sich selbst vergewissern. Sie ist eine Wahrheitsfanatikerin gewesen und eine, ja, politische Romantikerin, wie man dann später über sie geurteilt hat. Und nun kommt sie nach Deutschland und erlebt in den vielen Lagern, die sie jetzt besuchen, in denen sie jetzt leben wird, das Schlimmste. Und so ist es ihr ganzer Weg nun 44, 45 geprägt von Einsetzen, Fliehen, Rückkehr, Fliehen, als illegale Leben, Zurückkehren, Krankheiten, ein ewiges Hin und Her, eine ewige Fluchtbewegung. Sie weiß eigentlich eben nicht, wie sie, wo sie leben will, aber sie weiß ganz sicher, dass sie nicht zurückkehren will in ihr Elternhaus. Und so ist der ganze Roman, der Umweg, geprägt durch die Erlebnisse einer Frau, die aus der Großbourgeoisie stammt, die klassisch gebildet war, die antike Literatur, Philosophie kannte, die vielsprachig war, viele Sprachen konnte. Eine Idealistin, die sich für Gerechtigkeit einsetzte und auf der Suche nach Wahrheit. Und der Faschismus, der italienische Faschismus, hatte nun auch so etwas wie eine Gerechtigkeit versprochen, was natürlich mit der Realität dann überhaupt nicht übereinstimmte. Und nun kommt Luce, diese Idealistin, nach Deutschland und erlebt in Deutschland in den Lagern die Höllen. Sie selbst vergleicht es einmal mit der göttlichen Komödie von Dante, wo Dante eben auch durch die Hölle gelaufen ist, durchs Purgatorium, und den Abschaum der Menschheit getroffen hat und auf grausam, unvorstellbare Grausamkeiten trifft. Grausamkeiten,
Die selbstverständlich von den Tätern ausgeübt werden, also von den Deutschen, von den deutschen Faschisten, deutschen Nationalsozialismus, Nationalsozialisten, aber auch von unvorstellbaren Gemeinheiten und Grausamkeiten im Lager selbst, unter den Lagerbewohnern, wo jeder für sie, zumindest die Menschen, die sie kennenlernt, zunächst kennenlernt, wo jeder nur an sich selbst denkt und gegen den anderen kämpft, rein eben um überleben zu wollen, wo alles sich in Chaos auflöst, und es ja die schrecklichsten Gemeinheiten und den schrecklichsten Schmutz und Dreck und ekelerregende Krankheiten und die hässlichsten Seiten der Menschheit, der menschlichen Natur gibt. Und das schildert sie sehr anschaulich. Sie scheint nahezu die hässlichen Seiten zu lieben. Sie schildert die hässlichen Seiten auch der Sexualität, der Prostitution, der Zwangsprostitution, entsetzliche Grausamkeiten. Also diese Erniedrigungen der Menschen, die sie sich gegenseitig zufügen, das ist nun ganz furchtbar zu lesen. Andererseits schildert sie natürlich auch von der Lebensgier der Menschen, von ihrer eigenen Gier, überleben zu wollen, von den Überlebensstrategien, die Menschen entwickeln, um die Zeit der Grausamkeit zu überleben. Und dann eben auch die andere Seite des Menschen, die große Humanität, die Zärtlichkeiten, das sich einsetzen füreinander, dass das Leben füreinander aufgeben, die besten Seiten der Menschen, die hier zum Vorschein kommen und für mich ganz eindrücklich ein Satz, der ziemlich in der ersten Thomas Breu, ein Freund sagt, das ist ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat, das lese ich Ihnen vor. In den Lagern fährt er schließlich nachdenklich fort, überleben diejenigen, die sich den moralischen Halt bewahren. Es gibt keinen Mittelweg. Das ist das Schöne. Hier kannst du nicht mogeln. Und der Satz hat mich sehr, sehr berührt. Während man sich in normalen Zeiten bemogeln kann, in denen man glaubt, wo man glaubt, man gehöre auf die humane Seite der Menschheit, kann man in Zeiten der Grausamkeit nicht mogeln. Da zeigt sich, wer wirklich human denkt und human handelt. Und da muss man sich offenbaren. Das ist ein Satz, der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Genau. Dieses Buch, Der Umweg, ist eine schwer zu ertragende Lektüre. Also eine Lebensbeichte, die sich vor den schlimmsten, ekligsten, furchtbarsten Grausamkeiten nicht scheut, sie zu erzählen. Es ist wirklich eine Beichte. Man hat das Gefühl, Augustinus' Konfession ist eine Lebensbeichte, sie beichtet, was sie erlebt hat. Sie beichtet, wie sie sich selbst verhalten hat. Und sie erzählt, wie sie, es kommt sehr deutlich zum Vorschein, dass sie als Großbourgeoise, nachdem sie diesen Schock erlebt in Frankfurt Höchst, dazugehören will zu den Entrechteten, zu den Schwachen. Und wie sie als Faschistin Einzelgängerin ist, wie sie nirgends dazugehört, wie sie dauernd versucht, einen Anschluss zu bekommen
und dann doch wieder vor den Grausamkeiten flieht und dann zurück will. Sie will nicht zurück in dieses Leben als reiche, groß Bourgeoise, als Faschistin, als hochnäsige Intellektuelle und die eine Liebe eben zu diesen entrechteten Schwachen entwickelt, die von ihrer Klasse abgelehnt werden. Genau. Und je älter sie wird, desto mehr fragt sich, warum habe ich eigentlich wann was niedergeschrieben? Warum habe ich angefangen, in den 50er Jahren meine Erlebnisse in 44, 45 zu schreiben? Und es stellt sich immer mehr heraus, dass sie auch sich selber ein bisschen bemogelt hat. Sie empfindet es zunächst selber und versucht nun wirklich ihrer Seele auf den Grund zu gehen, warum habe ich was geschrieben, warum habe ich was gemacht. Das zu verstehen ist es, was mich jetzt interessiert in den 70er Jahren. Woher kam eine derartige Blockierung? Auf welchem Weg habe ich es so lange geschafft, die Knotenpunkte jener gewalttätigen Vergangenheit zu vernachlässigen und womöglich noch geglaubt, damit die Lektion zu bereichern? Auf welche Weise konnten sich Begebenheiten, die mich so gezeichnet hatten, am Boden meines Geistes ablagern, fast als wären sie nie geschehen? Oder vielleicht haben sie in mir gearbeitet, obwohl ich sie ignorieren wollte und sich jetzt endlich vor mir entfaltet, in der letzten Zeit, seit ich keine Reservewelten mehr habe, in die ich mich eingliedern kann. Ja? Also sehr spät auch, wie sagt sie, habe sie sich mit der Frage konfrontiert, warum habe ich wie was geschrieben? Zum Beispiel schildert sie eben in diesem »Solange der Kopf lebt«, wie heroisch sie ihre Krankheit ertragen hat. Sie, ja, das ist ein außergewöhnlicher Bericht über eine Schwerstkranke, die von einer bewundernswerten Widerstandskraft ist und Munterkeit und alle aufbaut und allen hilft. Und da hat sie eben auch dann das Gefühl, dass sie da irgendetwas nicht ganz richtig erzählt hat. Es gibt 1982 ist ein Spiegelaufsatz erschienen von Harald Wieser und der hat über sie sehr hart geurteilt. Das lese ich Ihnen vor. Zu Hause in Como hat sie dem Vater des Öfteren gesagt, die einfachen Leute seien auch Menschen. Der Vater hat sie daraufhin stets mit demselben Zynismus beschieden. Das ist wie mit den Buckligen. Willst du deshalb vielleicht auch bucklig werden? Im übertragenen Sinn des Wortes wollte sie schon in Höchst sein. Sozial war sie es in Dachau, körperlich ist sie es jetzt in Mainz. So makaber dies klingt, den Wunsch nach Abschaffung ihrer bürgerlichen Einzigartigkeit in schmuckloser Gleichheit hat sie sich damit sozusagen übererfüllt. Aber während sie das Privileg ihrer Herkunft zu bewältigen versucht hat, indem sie sich freiwillig erniedrigte, bewältigt das nun hilflose Mädchen den Verlust seiner Privilegien? Jetzt kommt's. Indem es seine Einzigartigkeit in einem monumentalen Narzissmus reinszeniert. Monumentaler Narzissmus, das ist ein sehr hartes Urteil. Angesichts der furchtbaren körperlichen Qualen, die sie in ihrer Krankheit erlebt hat, und ja, also das ist sehr hart, zu hart. Ihr Sohn Marco hat
Später, in einem Interview von 2012, also mehr als 10 Jahre nach dem Tod seiner Mutter, über sie erzählt. Marco, der eben Journalist, Schriftsteller geworden ist und hat eben auch erzählt von ihren Krankenhausaufenthalten und dabei Folgendes gesagt. Auch da stand sie sofort im Mittelpunkt. Die Ärzte kamen abends zu ihr ans Bett, um mit ihr zu essen. Sie hat Feste organisiert. Einmal, als ich ein Junge war, hatten wir an der Adria ein Sommerhaus gemietet. Da kam eine Wandertruppe vorbei. Die spielten Shakespeare und Lucetta hat sie eingeladen. Sie haben vor unserem Haus 2 Monate gecampt. Wir haben zusammen große Abendessen gefeiert, so war sie. Ja? Das heißt, Marco hat es anders gesehen. Er hat einfach ihre ungeheure Vitalität gesehen. Diese Vitalität, die immer wieder bei ihr hervorgerufen hat, dass sie sich nicht unterkriegen lassen will, dass sie das Positive sehen will. Und das hat sie natürlich auch gemacht, man würde sagen, mit einem italienischen Temperament zur Theatralik. Das ist das, was vielleicht in Herrn Wieser zu diesem monumentalen Narzissmus Begriff geführt hat, aber was doch also zu hart erscheint angesichts dieses schrecklichen Schicksals und ihres Bemühens, sich auf die richtige Seite der Menschheit zu stellen. Ihre Suche nach Gerechtigkeit, die sehr, sehr auch romantischer Natur war. Was für sie am furchtbarsten war, mit was sie erlebt hat in diesen vielen Lagern, die sie dann in der Zeit ihres illegalen Daseins in Deutschland, was sie am furchtbarsten fand, waren die Klassenunterschiede, die überall herrschten. Nicht natürlich zwischen den Deutschen und den Opfern des Nationalsozialismus, sondern auch innerhalb der Lager selbst, unter den Lagern in Insassen, die sich gegenseitig das Leben schwer gemacht haben und die kaum zu einer Solidarität gefunden haben. Und diese Klassenunterschiede, die haben sie sehr, sehr empört. Und dadurch ist sie eine glühende Gerechtigkeitsfanatikerin, kann man sagen. Und das hat sie am Anfang eben auch zu diesem italienischen Faschismus geführt, der zumindest mal als Ideal eine klassenlose Gesellschaft propagierte, was natürlich mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmte. Ich zitiere noch einmal Herrn Wieser 1982 in dem Spiegel-Aufsatz. Als Lucia Italien verließ, verband sie mit dem Faschismus die Idee einer klassenlosen Gesellschaft. In der deutschen Fabrik aber erfuhr sie, dass die Nazis sogar unter ihren Sklaven ein ausgeklügeltes Klassensystem etabliert hatten. Die Zwangsarbeit der 138 Aufständischen von Warschau ist die grausamste. Die Katafalke der Russen sind die beengtesten. Auch die Westler können sich kaum auf den Beinen halten, aber die zerkochten Rüben, die man den Ostarbeitern in den Napf schlägt, sind kein Vergleich zu der Suppe, die etwa die Belgier zu essen bekommen. Vielleicht, um ihre schöne Idee vor der schmutzigen Realität zu retten, bietet angesichts dieser Zustände die Faschistin dem Faschismus die Stirn. Beim Fabrikdirektor Dr. Lopp, dicke Gläser vor den tiefliegenden Augen, beschwert sie sich mit dem unerhörten Satz, die Verpflegung der Russen widerspricht dem nazifaschistischen Kulturversprechen. Denn zu Lucia Mangiones ideologischem Repertoire zählt die Überzeugung, dass der 1000-jährige Frieden nur bauen kann auf der Gleichheit der Völker. Ja.
Dieses Fazit finde ich nicht schlecht. Hegt den Wunsch, die Hoffnung auf eine Gesellschaft, in der es keine Klassen mehr gibt, in der Gerechtigkeit herrscht. Und das hat sie zur Faschistin gemacht und dann zur Widerstandskämpferin. Und diese Gefahr, die durch den rechten Faschismus mit diesen Idealen in die Welt gesetzt wurde, das erleben wir natürlich auch heute gerade jetzt in Deutschland, wo die Rechten immer mehr Zulauf bekommen, nicht zuletzt auch mit Parolen, die scheinbar auf Gerechtigkeit aus sind, aber eben in Wirklichkeit damit gar nichts zu tun haben. Und insofern finde ich auch den Umweg, den Luce Deramo gemacht hat, für heutige Leser in Deutschland wichtig zu lesen, auch wenn es eine schwere Lektüre ist. Ich lese Ihnen zum Schluss den Schluss Ihres Umwegs vor, wie sie zurückkehrte noch einmal in das Lager nach IG Farben, wie sie dort nicht willkommen geheißen wird, wie man sie ablehnt, denn das Schicksal derer, die zurückgeblieben, sie wurde ja nach dem der Streik zu Ende niedergeschlagen wurde, nach Italien repatriiert. Genau. Und sie wird da abgelehnt, und denen, die zurückgeblieben sind, denen geht es eben furchtbar schlecht. Sie kommt in das Lager zurück. Man sagt, geh, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Also sie ist nach wie vor die ausgestoßene ehemalige Faschistin, die eben mit Hitler- und Mussolini-Bildchen angereist ist. Und sie wird verjagt. Und nachdem sie wieder zurückkriechen will aus dem Lager, wird sie aber von den Lageraufsehern gefangen genommen und muss nun ein grausames Schicksal befürchten. Und diesen Schluss und ihre Flucht noch einmal, die lese ich Ihnen vor. Halt, schrie eine deutsche Männerstimme. Ich verharre unbeweglich, wie ich es bei Küchenschaben gesehen habe, wenn sie sich totstellen. Küchenschaben denken. Aber die Schritte kommen näher, ein Fuß ertastet mich, ich schiele durch die Lider, das Auge eines Gewehrlaufs sieht mich an. Aufstehen, los! Mit dem Gewehr im Rücken werde ich zum Büro des Lagerführers gestoßen. Telefongespräche, ein Fußtritt wirft mich in eine Ecke. Irgendwann kommt mein erster Lagerführer herein, er ist groß und stattlich mit Stiefeln. Voller Wut schlägt er die Tür zu, aber kaum sieht er mich, bleibt er wie angewurzelt stehen. Sein Gesicht entspannt sich, der Anflug eines Lächelns. Er schickt die Wachen mit einem Fingerschnippen hinaus. Du bist Lucha M., bekräftigt er. Aber die Stimme ist fragend. Nein, du bist Lucha M., immer verdatterter. Du bist Lucha M., schreit er mit plötzlicher Wut, aber er beherrscht sich. Was machst du hier? Fragt er leise. Ich kauere in meiner Ecke im Boden und antworte nicht. Er ruft brüllend die Wachen herein, durchsucht sie, die Ausweise. Zwei Männer tasten mich überall ab, keine Ausweise. Ausgezeichnet, sagt der Lagerführer lächelnd und schickt die Wachen mit einem Fingerschnippen wieder hinaus. Ich stehe jetzt an der Wand, die Stiefel nähern sich langsam, bis die Stimme mit unvorstellbarer Wut losschreit. Das violette Gesicht eine Handbreit vor meinen Augen. Du, er spuckt mich an, die Tochter eines faschistischen Staatssekretärs, die mit allem Respekt gesund gepflegt und repatriiert worden ist. Du besitzt die Unverschämtheit, dich mit dieser Hurenfresse wieder herzuwagen? Er gibt mir eine Ohrfeige. Hure,
Noch eine Ohrfeige. Was hast du die ganzen Monate getrieben? Ein Tritt gegen die Schienbeine. Antworte. Noch ein Tritt. Antworte. Und so weiter. Dreckige Hure. Er schüttelt mich. Verräterin. Er packt mich an den Schultern und rüttelt mich. Mit 20 Jahren. Wie kann man mit 20 Jahren so eine Verräterin sein, du schamloses Drecksweib? Ich fixiere ihn, als wollte ich ihn mit den Augen durchbohren. Dabei konzentriere ich mich, um nicht meinen Halt an der Wand zu verlieren und umzufallen. Ich muss geglaubt haben, ich wäre verloren, wenn ich meine Augen von seinen löste. Du, ich bring dich um, du. Und ich starre ihn immer weiter an, bloß nicht ohnmächtig werden. Und aus meinem Innersten kommt ungewollt das Wort Feige auf meine Lippen. Es ist wie ein konditionierter Reflex. Ich wiederhole unentwegt dieses Wort, gerade so, als könnte es mir das Leben retten. Herr Barek, der Lagerführer, ein Sudetendeutscher, keucht. Er sitzt hinter dem Schreibtisch und ich stürze zu Boden, nicht ohnmächtig werden. Deshalb haben wir den Krieg verloren, murmelt er, wegen Kanaillen wie dir. Und während er das sagt, weiß er nicht, dass ich mich noch nach 32 Jahren nicht mit Hass an ihn erinnern werde, weil wenigstens er uns bestätigt hat, dass sie unseretwegen den Krieg verloren haben. Das ist die einzige Anerkennung, die ich je bekommen habe. Ich könnte dich zwischen den Fingern zerquetschen, führt er fort. Wie einen Floh. Aber das wäre nur eine ziemlich schwache Genugtuung. Ich werde dich nach Dachau schicken, oder nein? Seine Augen leuchten auf. In ein Bordell für die Straßenbataillone. Ein Schrei und die Wachen kommen herein in die Zelle. Und morgen früh, er kreuzt zuerst die Handgelenke, das Zeichen für Handschellen, und macht dann das Zeichen fürs Bordell, die Hand hochkant in die Armbeuge. Lutsche kommt nun in eine Zelle und ein 2x3 Meter großer Raum und findet dort ein russisches, wunderschönes russisches Mädchen vor, mit dem sie zur Zeit des damaligen Streiks verkehrt hat. Und sie reden miteinander und die Russin sagt, oh Gott, du Arme. Und sie werden nur von einem alten Mann bewacht. Und Lydia, so heißt diese Russin, betastet das wunderschöne Kleid, das Lutsche anhat, und die Schuhe, erstklassige Sachen, die Lutsche erst vor kurzer Zeit aus einem ausgebombten Haus gestohlen hat. Und sagt, und will Lutsche nun retten. Das Schicksal, eben in dem Bordell zu landen, ist einfach furchtbar. Und nun sagt sie, wir tauschen. Ich ziehe deine schönen Sachen an und gebe mich für dich aus und du ziehst meine hässlichen Sachen an. Denn ich komme morgen früh frei und du fliehst sozusagen als ich. Kannst du fliehen und entgehst dem Schicksal, im Bordell zu landen. Den alten Mann haben sie dadurch bestochen, dass er die Uhr von Lutsche angenommen hat, sodass er nicht die Wahrheit über die Flucht sagen kann. Ja? Und so tauschen sie nun unter einer Decke die Kleider aus. Nach einer Stunde hatte ich mir Lydias Arbeitsanzug und die Holzpantinen angezogen und mir ihr Kopftuch wie eine russische Bäuerin um den Hals gelegt und unter dem Kinn zusammengebunden. Und, oh, fängt Lydia jetzt mit durchdringender Stimme an zu jammern und ich winde mich, als hätte ich eine Kolik. Sie macht mit dem Mund Furzgeräusche. Ich muss dringend. Und ich krümmte mich. Du wirst mir meine Zelle nicht verpesten, du bolschewistisches Scheißweib. Hau ab auf die Latrine, schimpft der Soldat ungeduldig. Und nun rennt Lutsche in der Verkleidung der Russin demütig, die Hände auf den Bauch gepresst, mit kleinen Schritten, wie um den Kot zurückzuhalten, hinaus, springt übers Tor, richtet sich wieder auf und weg. Bevor er mich sucht, Alarm schlägt und die Hunde loslässt, bin ich kilometerweit weg. Und jetzt die Beine in die Hand. Lydia wurde als meine Komplizin verhaftet und nach Dachau geschickt.
aber kaum war sie in den Waggon verladen worden, sprang sie aus dem fahrenden Zug und schleppte sich mit einem gebrochenen Oberschenkelknochen in ein Gebüsch. Sie versteckte sich in einem Heuschober. 3 Wochen, bis die Amerikaner kamen, lebte sie von Kastanien, Wurzeln und Schnecken. Ich traf sie 6 Monate später im Durchgangslager von Homburg im Saarland wieder, als ich dort im Rollstuhl mit meinem russischen Hauptmann ankam. Sie war wieder ganz geheilt und tanzte Krakowjak mit ihrem schönen, stolzen Gesicht, der ungestümen Stimme. »Siehst du dein Kettchen? Kriegsbeute!« Und sie lachte noch immer über den Streich, den wir der Wache gespielt hatten. Sie wollte mich ablenken, weil es ihr wehtat, mich im Rollstuhl zu sehen. Aber das wusste ich noch nicht. Als ich in ihren Lumpen aus der Zelle meines alten Lagers in Höchst floh, weinend, weil beim Laufen die Wunden von den Tritten des Lagerführers noch mehr wehtaten. Und gleichzeitig jubilierte ich wie Lulu. Endlich, ich lachte unter Tränen, bin ich geschlagen worden. Allein, persönlich, jetzt bin ich wirklich wie sie. Verprügelt, angespuckt, in allem wie sie. Ich werde nicht wieder in meine Schicht zurückfallen. Und währenddessen lief ich in Richtung Mainz. Geschrieben in Rom im November 1977. Lucio Deramo, Der Umweg.